Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute The Hunter Call of the Wild zusammen mit dem Domme, Hallo. der da oben auf dem Hochsitz sitzt. Ja. Ihn doch gerade noch gesehen. Mr. Wolf jetzt. Unten. Ach da. Soll ich mal schießen? Ich habe genau seinen Kopf. Nein, warte. Hey, wo steht er? Versuche ihn mal zu markieren. Geht nicht. Der hängt da, glaube ich, fest oder so. Ach komm, ich schieß mal, ja? Warte, er will nachsehen. Ja gut, ich sehe nichts. Schieß. Er kommt. Oder auch nicht. Ah, dort ist er. Also der ist runter. Pass auf, ich habe da vorhin ein ganzes Rudel gesehen, da war irgendwie 7 oder 8 Stück oder so. Das wäre schön. Weil dann wäre es jetzt eine Party. Ah, er ist tot. Bronze. Also da unten. Da schlafen welche hier und hier. Ah, da ja. 180 Meter weg. Sollen wir schießen? Oh, die stehen alle auf. Tommy, die kommen! Alter, 1, 2, 3, 4, 5. Schwer, extrem leicht, sehr leicht, sehr leicht. Ja, da ist nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde. Ich hätte ansatzweise Angst davon. Okay. Naja, ein paar müssen wir treffen. Fertig machen können sie dich alle. Paar müssen wir treffen, ich brauche ein bisschen XP und Geld. Sind das 150 Meter? Kriegst du eigentlich hin? Können wir versuchen, wenn du willst. Ja, gerne. Der blau markierte, warte kurz, bleibt da stehen. Bleibt auch stehen. Der da? Warte kurz. Ich hätte lieber diesen da, schwer. Dann nehmen wir den. Der blauen, siehst du ihn? Ja. Warte. Bleib nicht hinter dem Baum stehen. Jetzt kannst du stehen bleiben. Bleib stehen. Jo. 3, 2, 1. Oh. Kommen hier gar nicht, das ist so langweilig. Ich dachte jetzt, wir werden gleich erstmal hier 7, 8, 9 Wölfe töten, aber einer ist tot. Ah, da liegt einer, ja. Ja.
Aber der ist von dir, oder? One shot. Ich habe noch auf einen geschossen, ja. Ja, da liegt da. Und der andere. Ach, da haut die hier alle Wölfe um. Hier oben ist noch einer, hier oben sind ganz viele. Ja, ich habe noch einen tot. Ich glaube, du erklärst mir gleich, wie man Wölfe schießt. Ich habe eigentlich nur dein Rat befolgt, ihm aufs Herz schießen. Fünfundzwanzig, da müsste auch gleich liegen. Ja, da liegt da vorne bei dir. Oh, Silber! Ausstopfen. Silber nehme ich. Erstmal. Wenn ich Gold kriege, dann flippe ich aber im Wald dabei. Boah, 131 XP, er läuft. Hol dir deine Belohnung im Hunter Club Menü ab. Aha. Ja, dann hast du irgendeine. Serie hintereinander, was auch immer. Bronze, den nehme ich nicht, aber. Boah, 1229 Geld Bonus. 180 XP. 62 Gewehrpunkte. Gewehrpunkte auch sehr wichtig. Ja. Ja, damit ich endlich mal neue Waffen kriege, ey. Da sehe ich sie wieder. Und dort waren sie hier und dort. Schwer. Noch ein Tod. Leicht. Oh, da kriege ich auch nochmal XP, wenn ich da rangehe. Aber ich muss mal Level steigen hier, Junge. Da geht doch nicht. Ich habe auch einen Fertigkeitspunkt. Echt? Und welches Level bist du denn eigentlich schon? Level 55 jetzt. 55? Du kriegst immer noch Punkte? Ja, aber man kriegt, glaube ich, nur noch bei jedem zweiten oder dritten Level an. Ah, oh, okay. Bin ein bisschen träge geworden, die ganze Geschichte. Wo liegt denn jetzt hier der Wolf? Alter. Silber. Boah, Alter, Kohle gibt das ohne Ende, Alter. Ja, Wölfe sind relativ lukrativ. Boah. 196 XP, 62 Gewehrpunkte. Also die Wölfe geben echt gut Geld und XP, leck mir am Arsch. Hier vorne die nächsten. Ja, ich sehe sie, ja. Na, den kriege ich nicht, der. Nein. Alles, was von dir wegrennt, kannst du nicht gleich lassen. Oder ist sehr schwierig, sagen wir so, weil das Herz trifft dir dann nicht. Ja.
Darf man Wölfe eigentlich so jagen, wie wir das tun, also in Real Life? Ich glaube fast nicht, ne? Denke nicht, aber wenn da jemand in den Kommentaren mehr weiß, kann er das ja gerne kundtun. Grauwolf, Bumpfschrei. Ja, dort so drüben, da ist deiner. Das sind 200 Meter von hier. Puh. 200 Meter ist eine Hausnummer, du. Suchen wir die mal an zu locken, vielleicht, ja. Der Wind ist extrem schlecht. Ich sehe es gerade, ja. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Doch hier. Ich habe fast sein ganzes Rudel ausgelöscht, ey. Kurze Zeit war ich, habe ich ein Rudel gesehen, wo ein Mystischer dabei war. Mystischer? Mhm. Wie erkennt man die? Wenn du mit dem Fernglas und dem Objektiv drauf hältst, dann zeigt es dir ab einer gewissen Stufe, die du erreicht hast, an, ob einfach, mystisch, legendär, schwer. Achso. Ah, hier und hier. So, den einen kriege ich aber voll weg, aber jetzt nicht. Oh, oh. Oh, wie ist der jetzt gelaufen? Ja. Da sitzt einer. Jetzt schlafen sie. Sie. Ah, schlafen, ja. Hab sie blau markiert. Ja. Überraschungsangriff. Oh, und weg. Wow, das sind aber ein paar. Sehr schwer ist jetzt der Mann. Scheiße, nein! Genau, das wäre sehr schwer gewesen. Oh, dumme, sorry, das wollte ich gar nicht. Kein Problem. Ich wollte nur gucken und drück ab, Alter. Ich habe nicht mal auf ihn gezielt. Aber er ist zusammengezuckt. Ich habe ihn getroffen? Legendär wäre hier hinten noch gewesen. Ich glaube ja. Also wenn du legendär sauber triffst, ist es Gold. Oh, Scheiße!
Hier ist nirgendwo Blut, also ich glaube nicht, dass ich ihn getroffen habe. Aber kurz. Also genau wo ich drauf gezielt habe, ist da zusammengezuckt. Das heißt in der Regel Treffer. Ich wollte ihn ja nicht einmal treffen, fuck ey. Unten laufen sie wieder da. Schwer und sehr leicht. Wo laufen sie? Warte kurz. Da. Ach, da sind die. Und. Also, du denkst, du hast ihn nicht getroffen. Also, ich glaube nicht. Ich wollte ihn ja gar nicht. Ich wollte nur gucken, wo der sitzt, wie der aussieht und habe aus Versehen gedrückt. Also, mach. Ich war nicht, also nicht bereit zu sagen, jo, ich schieße ihn jetzt ab. Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss!